Hallo Leute, willkommen zurück zu einem Video von mir. Ich mache heute einen Tag und zwar den Allround-Tipps-Tag von Hello Chrissy, also Chrissy hat mich getaggt dazu. Vielen Dank fürs Taggen. Übrigens ein super duper Beauty-Tag, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr gut. Ich habe das Video auch schon gesehen von Chrissy und muss sagen, sie hat schon sehr gute Tipps gegeben und mir fällt es jetzt auch schwer, natürlich da noch weitere Tipps zu geben von mir. Aber ich habe natürlich mein Bestes versucht und ich zeige euch jetzt einfach meine Tipps in Form von Produkten. Also in der Infobox steht auch, zeigt einfach ein Produkt dazu. Also jetzt nicht unbedingt Hausmittelchen oder sowas, sondern ich zeige euch eben ein Produkt. Kann ich euch dieses Produkt empfehlen? Das ist von Aesop. Ich glaube, Aesop wird es ausgesprochen. Ich weiß es gar nicht bis jetzt. Das ist ein Kamillenkonzentrat in Form einer Maske, Anti-Blemish. Also es heißt Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask. Und das hatte ich in London gekauft. Ich glaube, Aesop kann man aber auch online kaufen. Und das ist so eine schlammfarbenartige Maske, die man sehr dünn aufträgt nur. Und ich mache das halt ich habe manchmal so hormonelle Pickel hier in diesem Bereich und dann trage ich das eben nur dort auch auf. Und am nächsten Tag trocknen die schon etwas ein, die Pickel werden flacher und verschwinden einfach schneller. Da habe ich sehr viele eigentlich. Also ich habe nämlich viele Produkte, die ich mag. Insgesamt würde ich sagen, und für jeden zugänglich, würde ich trotzdem einfach Carmex empfehlen. Ihr wisst das, seit Jahren empfehle ich es eigentlich. Und ich habe zwar mittlerweile schon bessere Produkte gefunden, aber wie gesagt, für einfach, dass es jeder schnell bekommen kann. Und es hilft einfach wirklich sehr gut. Also man muss den Duft halt mögen. Mittlerweile gibt es auch andere Geschmacks- bzw. Duftrichtungen. Aber ich mag das Original. Ich mag ja dieses medizinische und so. Ihr wisst ja, Kräuterhexe und so weiter. Das bin ich. Ist wahrscheinlich nicht zu oft waschen. Wobei, das sagt gerade die Richtige, ne? Ich wasche ja meine Haare täglich, aber ich kann nicht anders. Aber ich würde euch ein Produkt empfehlen. Und zwar dieses hier. Das ist von Batiste. Ein Trockenshampoo eben. Und ich mag dieses Blush ganz gerne. Das gibt es sogar auch bei Douglas Online zu bestellen, also könnt ihr auch dort bestellen oder auch bei Real, glaube ich, kann man das auch kaufen. Also es ist doch in Deutschland erhältlich, das wusste ich damals nicht, dachte nur im Ausland eben, aber gibt es. Und es hilft wirklich sehr gut, also wirklich nur hier auf den Ansatz sprühen, einmassieren. Ich habe das manchmal probiert, dann habe ich doch mal mit einem zweiten Tag ausgehalten, aber dann weiter auch nicht, ich weiß nicht, das ist so ein Gewohnheitsding. Aber es hilft, also kann ich absolut empfehlen, das hier. Es hat auch keine Rückstände und riecht auch ganz angenehm. Würde ich empfehlen, so einen beigen Kajal zu nehmen auf die Wasserlinie. Das ist immer ganz gut, das macht die Augen etwas heller einfach, leuchtender. Außerdem, um einfach abzulenken von den verheulten Augen, würde ich sagen, einfach einen knalligen Lippenstift tragen. Wirklich jetzt. Also wenn ihr den tragt, dann schaut man auch direkt eher auf die Lippen und da sind die Augen egal. Also einfach ablenken. Oder auch Augentropfen sind ganz gut, würde ich sagen. Aber so als Produkt jetzt, was ich euch zeigen kann, würde ich sagen Lippenstift, einen knalligen. Und dieser hier ist Lady Danger von MAC. Also da ich ein großer Teetrinker bin, muss ich euch natürlich Tee zeigen. Ich mag sehr, sehr gerne Chai-Tee. Ich habe euch ja in meinem Tee-Video, werde ich euch gerne mal hier verlinken, auch in der Infobox, meinen liebsten Chai-Tee gezeigt, der ist von Yogi Tea. Allerdings habe ich jetzt noch einen anderen gefunden, den ich sehr, sehr gut finde. Kann ich euch absolut auch empfehlen, weil da ist schon beides drin. Das ist nämlich ein Schwarztee, schon gemischt mit diesen Gewürzen. Und der ist von Gepa. Ups, sieht man jetzt nicht. Also GEPA, The Fair Trade Company, was auch sehr schön ist, ist ein Exotic Chai. Es gibt verschiedene davon, gibt es auch Mango Chai und der ist also total lecker und ich mache den halt mit ein bisschen Milch, also meine Milch, mache da mal Hafermilch rein und ein bisschen Honig und da habe ich den absolut geilsten Honig auf Erden gefunden. Also ich mache den total gerne und eigentlich suche ich momentan nur genug Gründe, um den zu essen. Deswegen trinke ich sehr gerne eben meinen Chai-Tee. Und der ist auch von der gleichen Marke zufälligerweise. In großen Rewe-Geschäften, also ich habe ihn jetzt bei Rewe gekauft, den habe ich jetzt bei Dance gekauft, also gibt es auch in Bio-Läden. Und das hier ist ein Bio-Honig, sehr cremig, aus Äthiopien. Und der ist so, ja, also eigentlich wie es hier steht, exotisch herbfruchtig. Und ich zeige euch mal die Farbe, einfach so schön, so richtig karamellig. Und der ist ein bisschen, also auch flüssig, ja, flüssig, karamellig. Oh, der ist so geil. Was ich ganz gerne mache, ich meine, das macht jeder anders. Ich zocke sehr gerne und ich zeige euch einfach meine Lieblingsspiele, so, naja, einer meiner oder zumindest von dieser Plattform, also von der PlayStation 3. Ist einmal Resident Evil, natürlich, ich bin absoluter Resident Evil Freak, falls ihr das noch nicht wusstet, aber wahrscheinlich schon tausendmal gesagt. Und ich mag sehr gerne Batman auch. Das ist jetzt Arkham City.
Fand ich auch sehr cool. Und derzeit spiele ich immer noch GTA 5. Bin noch nicht so weit, weil ich jetzt sehr lange Pause gemacht habe, aber ich bin wieder dran. Außerdem gucke ich sehr gerne Filme. Ich bin so ein richtiger Filmemensch. Ich liebe es. Also, ja, meine Lieblinge kann ich euch empfehlen natürlich. Die kann ich immer schauen. Das ist zum Beispiel True Romance. Das ist mein allerliebster Film. Kann ich euch mal Trailer raussuchen und in die Infobox verlinken, falls ihr Interesse habt. Vorausgesetzt, ihr seid 18, also ab 18. Ansonsten mag ich sehr gerne Scarface. Geht für mich auch immer. Wenn ich ihn gucke, bin ich glücklich. Und was ich neulich geschaut habe, kann ich euch absolut auch empfehlen. Sollte jeder mal gesehen haben. Einfach der Message wegen sozusagen. Und zwar ist das der Frühstücksclub, beziehungsweise auf Englisch The Breakfast Club. Kann ich euch auch mal in die Infobox verlinken. Schaut ihn euch mal an. Es ist zwar ein alter Film aus den 80ern. Obwohl alle Filme, die ich gerade genannt habe, sind relativ alt. Aber die Message geht immer noch. Und das ist ganz schön so für die Toleranz. Outside the box denken und so weiter. Keine Stereotypen und so. Also kann ich jedem empfehlen. Ist natürlich Zähneputzen ganz klar. Aber was viele Leute vergessen und was wichtig ist zu putzen, ist auch den Gaumen. Also da schön bürsten. Da sammeln sich nämlich auch die Bakterien und können dann einfach so... ja, ekelhaft stinken irgendwann. Außerdem Zunge putzen. Ganz wichtig, Zunge putzen. Also es gibt auch so einen extra Zungenschaber. Das sieht aus wie eine Zahnbürste, eben so ein Stiel. Er hat aber oben ist es so ein bisschen. Und dann könnt ihr eben die Zunge abschaben. Ihr könnt auch die Zahnbürste nehmen, aber besser so ein Zungenschaber. Es gibt auch eine Zahnbürste, die auf der Rückseite solche Rillen hat. Da könnt ihr auch die Zunge abschaben. Macht das unbedingt, weil da sammeln sich eben auch die Bakterien. Tipps für eine gute Party, da hat die Chrissy schon richtig gesagt, die richtigen Leute einladen. Wirklich, das ist das A und O. Man sollte sich verstehen, vor allem sollten die sich untereinander verstehen. Auch. Ihr solltet natürlich selbst immer als Gastgeber super drauf sein und alle integrieren. Das ist, glaube ich, auch immer so ganz wichtig, damit sich keiner so alleingelassen fühlt oder einfach langweilt. Deswegen zu jedem mal hingehen und immer alle so irgendwie entertainen. Und dann, glaube ich, wird die Party gut sein. Tipp gegen Kälte ist... dieser hier, dieser schöne, flauschige Rotfuchs, richtig süß, mit Schwänzchen sogar. Den gibt es bei Primark, habe ich dort gekauft. Und, das ist einfach nur dieser Plüsch, aber hier unten drunter ist eine ganz normale Wärmflasche. Moment. Das mache ich mir jetzt jeden Abend so voll und schlafe dann damit. Ich mache mir erstmal die Füße so, damit die schön warm werden, weil ich habe ja super kalte Füße, wie wahrscheinlich sehr viele Frauen. Die kennen das. Ich habe immer kalte Füße und ja, da mache ich mir erstmal schön die Füße warm und danach kommt er dann einfach hier so auf den Bauch oder so. Ist einfach, man fühlt sich wohler damit, man ist sofort gewärmt und so schön kuschelig und kann gut einschlafen. Ich habe mir neulich erst diesen Concealer gekauft von Maybelline. Das ist der Fit Me Concealer, die Nummer 20. Ups, habe ich genommen. Und ich finde ihn ganz gut, der ist so, kommt mit dem Applikator und er deckt wirklich sehr schön. Und kriegt auch nicht ein Fältchen oder sowas. Also kann ich sehr weiterempfehlen. Mag ich sehr gerne. Trage ich jetzt immer. Trage ich auch heute. Wenn man nicht direkt duschen kann, würde ich mir einfach solche feuchten Toilettentücher oder feuchte Tücher einfach mitnehmen und mich so ein bisschen abwischen. So unter den Achseln und so weiter. Und dann einfach nochmal frisch mit Deo drauf. Ich sag euch, das hilft, weil das ist schon wie so eine kleine Wäsche. Also ja, für zwischendurch ist es ganz gut. Mein Tipp für weiche Haut wäre auf jeden Fall ein Körperpeeling. Man kann es auch selber machen. Ich habe das, glaube ich, vor 2 Jahren mal in einem Video gezeigt. Da einfach mit braunem Zucker oder einfach Zucker, ne? Und ein bisschen Öl und einen Duft, den ihr möchtet, rein. Und dann könnt ihr das einfach auf die Haut schmieren, wenn ihr möchtet. Oder ihr könnt einfach Fertiges kaufen. Ich kann da dieses empfehlen. Das habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Das ist von And Other Stories. Finde ich sehr gut. Das ist ein Body Scrub in der Duftrichtung Fiction. Riecht sehr gut. Und das ist so ein bisschen schleimy, sage ich mal. Aber ganz gut, weil es so ein bisschen wie Duschgel auch ist. Also diese Art jetzt. Ansonsten mag ich sehr, sehr gerne das von Caudalie, das Divine oder das Cabernet Crush oder so, wie das heißt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber diese beiden Peelings hatte ich schon mal und finde ich sehr, sehr schön. Und ich mag auch sehr gern von, wie heißt es? Soap and Glory, genau, von Soap and Glory, das Flake Away, finde ich auch super. Der Duft ist auch schön und das macht die Haut einfach richtig schön weich. Also das ist das Erste, das Peeling und danach die Pflege drauf. Für ein wahres Duscherlebnis kann ich euch das hier empfehlen, von Caudalie, das Duschgel, das ist schon alle.
Das habe ich noch aus meiner Platt gemacht, Tüte rausgeholt, das nehme ich jetzt platt. Das habe ich zugeschickt bekommen, habe ich allerdings schon mehrmals auch gekauft und so weiter, weil ich es so gern mag. Ich mag einfach diesen Duft so gern. Es entfaltet sich so richtig gut in der Dusche und es riecht richtig schön auch nach der Dusche noch auf der Haut. Ich kann absolut empfehlen, weil es einfach ein Evergreen ist. Das ist das Coco Mademoiselle von Chanel. Ich habe das Eau de Parfum. Das ist ein bisschen intensiver, man braucht wirklich sehr wenig. Es geht einfach immer, es ist halt sehr schwer natürlich. Ich habe euch aber extra jetzt das gezeigt, weil es passt halt einfach so für Herbst, Winter. Und für mich ist das Herbst, Winter. Also sobald das irgendwie auf meine Haut kommt, weiß ich, oder mein Körper weiß, jetzt ist Herbst, Winter. Ja. Das sind natürlich Karos. Ich meine, man sieht sie überall. Dieses Jahr der absolute Trend, jeden Herbst, Winter aber eigentlich Trend. Und dieses Jahr so besonders sind halt solche Schottenmuster oder Karos eben. Und das ist ein Schal hier von Zara, so ein richtig langer, flauschiger, schon wie so eine Decke. Habt ihr ja schon öfter gesehen bei mir, mag ich sehr gerne diesen Schal, der ist wirklich sehr warm auch. Oder halt solche Röcke oder anderes, Hosen etc. einfach mit diesem Muster. Das sieht man jetzt überall, das ist auch ein, von Zara ein Rock. Und ja, Desinfektionszeug, ganz ehrlich, also wenn es jeder hätte und jeder benutzen würde, glaube ich, wären nicht so viele Leute krank. Was in keiner Make-up-Sammlung fehlen darf, ist der Pick-me-up-Lippenstift sozusagen. Also ein Lippenstift, wo du weißt, dass du einfach immer gut aussiehst damit sozusagen, wo du dich auch immer wohlfühlst mit. Muss nicht unbedingt der sein, der dir am besten steht, sondern einfach, wo du dich am besten mitfühlst. Weißt du, was ich meine? Und, oder wisst ihr, was ich meine? Und bei mir ist es zum Beispiel von Revlon der Lip Butter in Peach Parfait. Ich fühle mich einfach gut mit dem. Und er passt auch einfach zu allem. Das ist so einer, wo ich nicht nachdenken muss, wenn zum Beispiel irgendwas so, was passt jetzt dazu? Egal, ich weiß, der passt einfach immer. Ich würde sagen, solche gräulichen Töne, also Anthrazit, sowas in diese Richtung. Da habe ich zum Beispiel so eine Palette, die ist von NYX, auch Jamaica Palette. So zwei Highlighter-Töne, die ganz hübsch sind. Und dann geht es hier mit diesem ganzen Anthrazit los. Einmal so ein helleres, ein bisschen dunkleres und ein ganz dunkles. Ist kein Schwarz, es ist immer noch ein Grau. Und ich finde, das passt zu jedem. Sei es blaue Augen, sei es grüne Augen. Also das geht einfach zu allen Augenfarben, zu jedem Typ auch. Kommt drauf an natürlich, wie intensiv und so weiter. Aber die Grau in diese Richtung geht auf jeden Fall bei jedem. Ich meine, alles geht bei allem. Ihr wisst schon, ne? Ihr kennt mich. Aber das steht einfach wirklich jedem. Und auch Smoky, einfach in diese Smoky-Richtung, ist halt grau immer sehr schön, der Klassiker. Was jede Frau im Kleiderschrank haben sollte, hat Chrissy schon sehr gut gesagt, eigentlich das kleine Schwarze. Jeder sollte irgendwie so ein tolles, kleines, schwarzes Kleid besitzen, was man irgendwie up- und down-dressen kann auch. Ich würde sagen, noch eine Lederjacke, also eine schwarze Lederjacke, würde ich sagen, also Farbe auch noch. Eine schwarze Lederjacke sollte irgendwie auch jeder haben, sei es fake, sei es echt, ist egal, wie ihr möchtet, aber ja, das ist auch sowas, was man irgendwie auch so up- und down-dressen kann und was einfach immer geht und was auch zu vielen Jahreszeiten geht und was auch immer sozusagen angesagt ist, was einfach zeitlos ist. Also so eine schwarze Lederjacke, denke ich, steht auch jedem. Am Ende noch, was man immer snacken kann, das soll ja eher allgemein sein, also was nicht nur, was ich immer snacken kann, sondern was irgendwie jeder immer snacken kann und was man wirklich, wenn man es immer, dann muss es ja, sollte es schon gesund sein, oder? Aber es ist ein Snack, keine Ahnung. Also ich würde sagen, was ich mir manchmal ganz gerne mache, sind so Apfelspalten und dann mache ich mir zum Beispiel, ja genau, dann mache ich mir zum Beispiel einfach diesen leckeren Honig drauf und dann so ein bisschen Zimt, das ist ganz lecker, oder auch Apfelspalten und dann mache ich mir ein bisschen Erdnussbutter drauf und ein bisschen Zimt. Vielleicht könnt ihr einige Tipps mitnehmen, das wäre sehr schön natürlich. Ich möchte auch noch einige Leute taggen, weil der Tag wirklich cool ist und ich bin gespannt, was andere dazu sagen, was sie für Tipps haben. Und zwar tagge ich die Diana0380, dann die Kind of Rosie, die Sun Millie und die AprilSnow48. Genau. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht und ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.